ist nicht am schnellsten am Laden. Gleich, gleich. Gleich geht es weiter. Heidenei. Jetzt hat er. Wie ihr schon seht, schon im Keller hat sich was geändert, ne? Der Altarbereich ist besonders dekoriert. Wir haben hier diese Stützbalken und haben hier farbliche Akzente. Habe ich mal ein bisschen rumprobiert. Habe ich mal Akzente gesetzt und damit wirkt das Ganze schon völlig anders. Dann habe ich hier den Treppenbereich ein bisschen versteckt. Nur so ein bisschen. Hier sind die Kisten mit Dekosachen, weil die müssen, oder die kann man ja nicht wie die blauen Kisten von überall zugreifen an die Dekosachen. Daher habe ich hier diese braunen Kisten drin. Mit Absicht noch keine Tür, weil irgendwie finde ich das jetzt doof. Da kommt wahrscheinlich noch ein, zwei Kisten dazu. Ja, auf jeden Fall haben wir das hier mal so geändert. Dann haben wir neuerdings so Türschwellen gebastelt. Das war auch eine Fummelerei für sich. Das ist das, wo man hier dummerweise die Dinger sieht, weil ich hier keine Doppeldecke habe. Das sieht man hier, also es sind Regale, die man hier reingefummelt hat. Weil dann sieht das nämlich, na, macht zu, einfach normaler aus, ne? Dass da so eine Türschwelle ist. Sieht das völlig normaler aus. Ich glaube, dass hier schon eine Tischgruppe steht. Weiß ich nicht, ob ihr das schon gesehen habt. So grob gedeckt, ne? Ist noch nicht abgedeckt, wie auch immer. Ich habe hier einen Geschirrschrank stehen. Der ist definitiv neu. Weil ich ja den Skelettmensch schon geholt habe. Es fehlt eigentlich nur noch die Bardin. Oh, das Gebiet habe ich noch nicht. Ich habe dem Alchemisten sein Zeug schon. Also sein Mörser. Hier habe ich schon mal angedeutet, wo die Kochstellen hin sollen, weil ich weiß ja, was es gibt. Hier habe ich zwei Kochkisten hingestellt. Ich glaube nicht, dass die reichen werden, aber okay. Der Bäuerin habe ich aktuell hier ein Zimmer hingebaut, ne? So ein Tisch, ein Stuhl, wo sie mal private Korrespondenz machen kann. Bücherregal, ja, ich meine, man braucht ja Rezepte, ne? Die schreibt man sich auf, kriegt sie vererbt, wie rum auch immer. Also ein buntes Bücherregal, ein paar Blämscher, ein bisschen Teppiche. Das ist ihr Zimmer, finde ich. Sieht schon interessant aus. Oben habe ich nichts gemacht, dann brauchen wir auch nicht hochgehen. Die Werkbank habe ich umgestellt, steht jetzt hier. Damit das nicht so auffällt, dass das eine Werkbank ist, habe ich das Regal drüber gepackt. Ja, das ist im Groben
die meisten Neuheiten, die das Haus hat. Ah ja, die Tür habe ich nach innen versetzt, weil mich das genervt hat, dass ich hier nie durchgekommen bin. Ja, hier hat man die... Muss man sich vorstellen, hier sind die Regale, wo man seine Jacken hinhängt, seine Schuhe reinstellt, ne? Das steht halt hier. So, da, das hier kennt er ja schon. Das sind nur noch Blumen dazu gekommen, weil ich die neuerdings machen kann. Ein paar Blämscher hin. Er hier steht hier, trinkt einen, ne? Hier ist ein, noch ein Stuhl, ne? Wenn er sich so ein bisschen umguckt und so. Ja, hier sind schon ein Teil von den Werkbänken wieder verschwunden, die gestanden haben. Das habt ihr ja auch schon gesehen. Ja, den Tisch und die Stühle, da bin ich auch noch nicht weiter. Hier die beiden Bänke, wo man sich abends mal hinhocken kann. Zusammen quatschen, ne? Ein bisschen versteckt, wie hinter den Blämscher. Kann man hier hocken und ein bisschen quatschen. Man hat sogar ein bisschen Licht. Ja, und das ist eher Zufall, aber genau gegenüber ist das nächste Gebäude entstanden. Ich, wie ihr seht, ich habe es geschafft mittlerweile Terraforming zu machen, ne? Weil ich habe ja diesen Weg, der hat ja hier hinten irgendwo geendet. Und man sieht es ihm ja an, der ist von Hand gezogen bis einmal hier rüber. Und dann einmal hier rüber. Und deswegen ist auch hier, ne, so unterschiedliche Höhen. Weil das tatsächlich von Hand gezogen Terraforming. Ich habe es endlich geschafft, das hinzukriegen. Ja, das ist von außen nicht so wahnsinnig aufregend, das Haus. Hier ist der Dachbereich, finde ich, ist gelungen. Der Dachgiebel besteht komplett aus Fenstern. Es war ein ganz schönes Gefummel. Wie gesagt, hier habe ich einfach so ins Gebirg, in den Gebiet reingebaut, wie es war. Ich werde aber höchstwahrscheinlich hier unten drunter noch komplett zumachen. Aber so ist es im Original, ne? Es gibt ja hier eine Erhöhung. So. Dann gehen wir hier rein. Da steht noch eine Fackel, dass man seine Haustür findet. Da habe ich aus Klos, ja, aus Toiletten, habe ich hier eine Lagerwand gebaut. Die vier Kisten reichen mir jetzt hier erstmal. Ne? Das sind so Sachen wie Schrott und Zeug drin. Wenn ich dann irgendwann die größeren Kisten kriege, die passen hier auch rein. Haben aber mehr Platz. Reicht dann. Nun, da steht mein Schmied, ne? Hier unten ist er noch nicht fertig, weil die... Es gibt noch einen Brennofen für ihn. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt, aber der Platz müsste dann reichen, dass man hier noch was hinstellt, in Notfalls hier noch was hinstellt. Deswegen wird sich hier im Keller nicht viel ändern. Aber hier steht die eigentliche Schmiede, ne, wie man sieht. Zwischen Steinwand und Originalwand. Ne. Da hier vorne seht ihr, ist er Messern am, die Dolche am Schmieden. Die liegen hier tatsächlich auf so einem Ständer drauf. Das werdet ihr nachher oben sehen. Und da der Ständer, der Stein, so ein Hubbel hat, sieht man nur einen Teil der Messer. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Ja, aber das ist das. Und wie gesagt, denn hier, ja, wo mal Kohle und Teer und so brennt, das ist ein bisschen versteckt. Dann geht es hier relativ eng nach oben. Und dann sehen wir hier die zwei Sorten Rüstung, die er bis jetzt machen kann. Da hat er ein Fossil ausgestellt. Ein paar Waffen. Er ist ja Schmied. Er will natürlich seine Waffen zur Schau stellen. Und mit dem Sonnenlicht, das hier durch den Dachgiebel reinkommt, kann man das wunderbar bewundern, oder? Das Einzige, was generell schlecht zur Geltung kommt, sind die Zauberstäbe. Aber die kommen vielleicht auch hier raus.
unten zum Zauber rüber. Hier sind die Dolche nochmal, ne? Die unten auch auf dem Stein liegen. Ja, und hier hat er noch einen Bogen. Einen Bogen hingestellt, also... Das ist so ein typisch Schmied, ne? Da, guck, was ich kann. Eine kleine Ausstellung im Wohnhaus, ne? Hier hat er theoretisch eine Bücherwand. Da seht ihr gleich, warum hier so wenig Bücher drin sind. Ja, hier ist sein privaten Esstisch. Da fehlt noch ein Stuhl. Hatte ich kein Harz mehr. Unser Kaminwand, ne, mit Regal drüber. Da hat man ein bisschen Geschirr noch stehen und Blämsche stehen und so. Hat das sein Badezimmer? Haben wir hier drin? Dann. Krabbel. Die Strohwände hier, die sind ja das Dach. Finde ich, ist sau schön geworden. Also, es war eine stundenlanges Geklicke, um das so hinzukriegen. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Also allein der Bereich da hinten um die Fensterwand, das war eine elendige Arbeit, das zu machen. Ne, hier ähnlich, dass das so ein bisschen sich abhebt. Ne, hier hat er sein Bett. Da hinten hat er noch so, da sind die ganzen Bücher hin verschwunden. Wahrscheinlich hat er, sucht er irgendwas, was er bauen will. Jetzt hat er hier die ganzen Bücher vors Fenster geknallt. Ne, hier kann er sich dann hinhocken, alles durchblättern und überlegen und lesen und suchen. Ne? Damit er hier nicht runterfällt, haben wir hier plups, paar Zäune stehen. Ja, das ist dem Schmied sein neuestes Haus. Oder andersrum, meine neueste Kreation eines Hauses. Hier, das ist ja mehr schon ein Wandschrank geworden. Wie der da reinpasst. Ich finde, hier können wir natürlich einige Deko-Sachen wie Bilder und so noch nicht machen. Weil die Püppi noch nicht so weit ist. Immer wenn ich versuche, hier die Düsterwarte zu finden, lande ich irgendwie immer hier in der Hochweiden. Mist der Teufel, was ich anstelle. Egal. Aber hier ist auf jeden Fall der Düsterwald, weil ich habe schon Erdbeeren, habe schon Hartholz gefunden und so weiter. Und das gibt es ja nur im Düsterwald. Aber die dazugehörige Warte habe ich halt noch nicht gefunden. Ne? Und ja, da Niederauen habe ich irgendwie zufälligerweise auch schon mal gemacht. Also die Karte ist nicht viel gewachsen bei der Kleinen. Aber wir haben die Flamme schon auf Stufe 3. Also den Altar. Den haben wir schon gut ausgebaut. Ja, das hier gefällt mir noch nicht so, hier dieser Bereich. Ich denke, ich werde das irgendwann zumachen. Mal gucken, wie ich dann nachher hier Platz brauche für den neuen Ofen, der uns ja noch fehlt. Aber das ist so, damit ihr wisst, was ich da so anstelle. Ja. Ein oberirdisches Dorf. Ja, ich habe schon noch neue Idee für den Knochenmann. Aber da werde ich noch viel, viel dran machen. An diesem Dach da oben habe ich immer noch nichts gemacht. Ich traue mich nicht nochmal dran. Aber ihr habt gesehen dafür, dass es so aussieht, als ob das Haus völlig dunkel sein muss, weil eigentlich wenig Fenster dran sind. Aber durch das, wie das Haus gebaut ist, kommen durch die Giebel so viel Licht ins Haus, dass das völlig ausreicht, ne? Das ist eigentlich witzig, oder? Hat sich so ergeben. Was dann natürlich den Vorteil ist, für den Fall, dass man hier was anbauen wollen würde, man keine Fensterwände verdecken tut. Ja. Das zweite,
das zweite Bauprojekt, wo ich mich dann abends halt mal mit beschäftige, wenn ich Zeit und Böcke und... Ja, hier seht ihr ja auch, ich habe Erdbeeren angepflanzt. Also, das Düsterwald habe ich gefunden. Ich habe, wie gesagt, die Erdbeeren schon gefunden. Ich habe die Rüben, habe ich schon. Flachs habe ich schon gefunden. Da die Ingo. Es fehlt halt noch die Warte. So ähnlich wie mit der Großen, die es nicht schafft, im Sumpfgebiet die Warte zu machen. Aber das hat mit dem Jump-and-Run-System zu tun, was ich einfach nicht kann. So. Ja, das hat die... Das alte Mädchen macht das hier abends als... Das war das. So. Das ist unsere Haupttante. Komm, put, 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 put. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich der Düsterwald verändert hat. Denn wenn man da reinläuft, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damals, als wir den einen Sterbekugel gefunden hatten, direkt neben einer Brücke waren, über die wir ewig nicht drüber konnten, weil da roter Nebel war. Und diese Brücke gibt es nicht mehr. Die gibt es einfach nicht mehr. Da ist einfach keine Brücke mehr. Ich weiß nicht, irgendwie hat sich das da irgendwie total verändert, weil das eine Haus steht noch da, an das ich mich erinnere, aber die Brücke ist nicht mehr da. Aber gut, ja. Ich würde dann mein Pipi gerne sehen. Und hier diese ganzen Dinger, die kann die Kleine nicht bauen, weil ihr diese grünen Steine fehlen, die sie erst mit der dritten Halle gegeben hat. Die musste ich ja mit ihr hier auch erst mal besorgen. Aber gut. So. Und wie man sieht, ne? Wie klein der anderen ihre Karte noch ist. Die hat ja mal gerade nur hier das Gebiet. So krass. Das Jägerinnenlager, das hat sie noch. Hier die Refugium der Flamme hat sie. Die ist nicht weit von der Warte weg. Ich wusste das. Nur finde ich die blöde Warte irgendwie nie. Ich lande dann immer irgendwie wieder da unten. Ich weiß nicht warum. Die Halle der Erloschenen. Also die hier haben wir ja schon gemacht mit der Kleinen. Und hier war ich schon in der Nähe. Aber da will ich noch nicht rein.
mit dem Mini. Aber man sieht, ne? Da muss ich mich immer erstmal wieder umdingsen. Wenn ich den anderen Charakter benutze. Was haben wir denn hier zuletzt gemacht? Dem Alchemisten sein Haus, ne? Ich hatte hier. Ich hatte hier doch irgendwo Leinen. Da. Unbedingt mal kümmern. So. Nun, was haben wir denn hier drin? Zinn und Zinn, okay. Ein bisschen Bronze, ein bisschen Kupfer, oh ja. Okay. Hier, unser Dorf. Viele Monate an Arbeit stecken da schon drin. Hallo. Ihr zwei habt ja eh noch kein Zuhause. Die Bäuerin, die kriegt auch mal noch eine Spindel ins Wohnhaus. Das gehört einfach, ne, zu einer Dame ins Haus. In früheren Zeiten hat man ja Stoff und so Zeug teilweise ja auch selber gemacht und sich sein Zeug selbst genäht, weil das konnte man sich ja gar nicht leisten. Wer mal versucht hat, Kleidung von Hand zu nähen, der weiß, wie lang sowas dauert und was für ein Scheißaufwand das ist. Ja. Dementsprechend teuer war das dann natürlich auch. Und schwupp ist der Kaino wieder verschwunden. Tschüss und danke für deinen Support. So. So, wir haben hier nur drei Sachen, ja. Und dann die Werkzeuge und so Zeug noch.
Ja, und das Alchemistenhaus, das einen etwas ungewöhnlichen Zugang hat. Hallo, na, wie geht's dir? Ist schon, das sieht einfach edel aus, dieses Haus. Also die Einrichtung mit den unterschiedlichen Markierungen, also die hellen Balken bei dem dunkleren Holz. Es sieht schon sehr edel aus, finde ich. Also gelungen. Na, hier haben wir dasselbe Prinzip, nur mit demselben Holz. Das sieht nur halb so aus wie hier. Aber das ist in Ordnung. Das Schlafzimmer nur so. Da hatten wir den Arbeitsraum noch nicht fertig. Ja. Mal gucken, wie wir das weiterbauen. Ist schon eine verrückte Baustelle irgendwie. Ist schon eine verrückte Baustelle. Ja, da hatten wir ja ein Muster ins Gebäude gemacht, weil es so langweilig war. Und hier wollte ich nochmal mich ans Dach trauen, oder? Das so furchtbar aussieht. Was machen wir denn? Schon ein dunkles Dach hin, ne? Geht hier nicht anders, das mit dem hellen. Ach Quatsch. Wir könnten tatsächlich mal hier das Strohdach nehmen. Ich glaube, das haben wir noch nie verbaut. Da brauche ich Tier. Warte mal. Sowas haben wir, glaube ich, noch gar nicht verbaut. Wir haben immer nur eine Sorte Dächer benutzt. Hab ich hier. Das ist Kohle. Haben wir die, Gott sei Dank. Das wird jetzt was für meine Nerven, wenn ich hier am Dach fummeln muss. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Es hat gelangt. Gut. Zuerst mal müssen wir das hier abreißen. Das verspricht schon viel Arbeit zu werden. Ich nicht so gut im Block. Der will nicht.
Ordnung hinaus. Ich bräuchte dann schon mal einen Umtrunk für die Nerven, wenn wir jetzt gleich das Dach neu fummeln müssen. Da muss ich aber erstmal wild noch. Eine Menge abkloppen. Ich die alle jetzt von Hand kloppen, echt jetzt? Oh, Freude. Freude, Freude, Freude. Freude, Freude, Freude. Denn, müsste ich mal kurz wissen, was das für einer ist. Nein! Super. Bei edler Spannstein, okay. Das sieht seltsam aus. Wartet mal. Das erscheint schon gar nicht im Chat. Interessant. Gebrannter Ziegel. Veredelter Sandstein. Den brauche ich. Veredelter Steinblock brauche ich jetzt nicht. Holzblock brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich jetzt nicht und dann ist es voll. Friedhofszaun. Das gehört hier hin. So. Okay. Denn. Von dem Dach haben wir hier noch einiges. Ich glaube nicht, dass die 1000 reichen, aber Notfall bauen wir halt nach. Sandsteinblock. Machen wir 1200 raus. Veredelter Stein. Da. 1, 2, 3. Oh, ich brauche wieder Blumen. Ich brauche schon wieder Blumen. So, Kinos. Also, wir sind ja noch gar nicht fertig mit Dach abklüppeln. Möchte das jemand übernehmen? Kann sein, dass wir den Zaun erst wieder wegnehmen müssen, damit wir hier bauen können. Das werden wir aber sehen. Den muss ich vom Rand noch mal machen. Hm.
Ja, es war mein erster Tag und viel Gefummel. Jetzt ist es mindestens so viel Gefummel, wieder abzureißen, weil es halt kein gutes Gefummel war. Ihr kennt das, ne? Gibt schönes Gefummel und gibt weniger schönes Gefummel. Wobei, ja, jetzt kriege ich gleich Haue. Ach, Schande. Warum wollte ich das Dach neu machen? Ich komm nicht an das Dach dran. Da muss was rein. Ich weiß, du willst es. Komm rein. Gibt es das? Meine Future. Nee, Herr, und ich ausgeschlafen? Nee. Fehlende Material. Interessant. Wie geht's dir?
Noch drin. Warum? Heide, nein. Geh doch da rein. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, nee, ist genau. Ist eine Millimeter. Eine Millimeter Lücke. Und genau da dazwischen schaffe ich es durchzufallen. Dein Bauch meckert noch, okay. Echt jetzt? Du willst mich doch jetzt veräppeln, oder? Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt hat schwere Geburt. Zu viel. So, das war das. Da steht noch einer rum, der nicht hingehört. So. Hast du einen Rollator? Blöde Frage. Dann kann man sich schnell mal hinsetzen, wenn es nicht geht. Da rein. Jetzt hat. So.
unten kein Kellerraum oder sowas? Blöde Frage, ich weiß aber. Und offensichtlich kein Aufzug, oder? Sind die doof. Ist toll, wenn man einen Rollator hat und ihn nicht benutzen kann. Yay. Wie ich jetzt hier ein Dach mache, wenn nebendran ein Haus steht. Ja, das ist natürlich noch super doof. Und ich weiß, dass die Dinger sind schwer. Deswegen benutze ich die auch kaum noch in oder habe ich aufgehört, in öffentlichen Verkehrsmitteln zu benutzen, weil mir das Ding einfach zu schwer war, da rein und raus zu hieven. Und dann haben die nicht gewartet, dann bist du blöd gefallen wegen dem Busfahrer oder so. Und ja. Also kann das völlig nachvollziehen. So. Da haben wir ganz schön geschlampert. Das ist jetzt... Ah, da sind noch Dächer drauf. Da war noch einer. So. Jetzt erstmal alles sauber machen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. So. Wo ich auch jetzt immer das Bild her habe. Da jetzt ein Steinblock her. Wieso komme ich da nicht jetzt? Der hat da noch was aufgehoben, wo ich nicht weiß was. Egal. Ich hier gar nicht so einfach umbauen. Deine Schwester kann dir da nicht helfen. Vielleicht mal, ich weiß nicht, wie das bei euch so im Haus möglich ist. Eventuell einen Nachbarn mal bitten. Einmal schleppen. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie der hier... Wieso ist denn das hier eigentlich so viel höher wie der Rest? Weiß ich nicht mehr. Und der musste hier hin, oder? So. Ja, machen wir das zumindest schon mal auf eine Höhe von da.
ich das mal. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Aber man merkt, dass das eins der ersten Häuser waren, das schon Monate her ist, dass ich das gebaut habe. Mittlerweile kann ich ein paar Sachen besser. Oh je. Was hat sie eigentlich für einen Kuchen angeschleppt? Nicht, dass ich neugierig bin. Nein. So, das war das. Dann müssen wir hier Sandstein machen. Nachteil Doppelwand, man hat doppelt so viel Arbeit. So. Jetzt muss ich mir das angucken gehen. Macht aber einen vernünftigen Eindruck. Dann auch. Es ist unterschiedlich hoch, aber es wird einen Grund haben. Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, Käsekuchen ist doch in Ordnung. Weil du doch befürchtet hattest, dass sie einen komischen Kuchen anbringt. Käsekuchen geht immer. So. Kinder, wie kriege ich ihn da jetzt? Wieder ein Dach drauf. Wie kriege ich da wieder ein Dach drauf? Also so Sachen wie Marmorkuchen magst du nicht. Finde ich jetzt persönlich sogar nicht so schlimm. Ich habe als Kind fast nur, mal abgesehen von Käsekuchen, habe ich fast nur so Sachen wie Sand- oder Marmorkuchen gegessen. Weil Sahnezeug habe ich nicht gegessen. Und dann blieb ja auch nicht viel mehr übrig. Außer es gab Obstböden und dann hast du eigentlich sowas gegessen. Was hatte ich mir da gedacht? Ich wollte so eine komplett schräge bauen, ne? Ja, ich bin am Überlegen. Eventuell mache ich das hier komplett weg. Ich wollte hier so eine Schräge haben zu diesem Balkon. Da habe ich mal gesehen, manche machen das mit umgedrehten Treppen. Und da dann... das Dach drauf. Ich weiß aber nicht, ob ich das hinkriege. Komm schon.
Der Dings war noch an. So. Das sieht nicht so gut aus. Dann probiere ich das doch mal mit dem da. Vielleicht muss das ganz anders das bauen. Das sieht besser aus, oder? So. Da kommt dann das Dachding drauf. Wartet. Können das mal gleich komplett gucken. Also im Moment sieht das so aus, ne? Treppe. Und dann müsst ihr hier. Schon gerne Holz. Hier ist ja komplett Holz. Aber mit dem Ding sieht es. Ich mit das mit dem Dach machen? Werde ich ja gar nicht fertig. Seht ihr, dann kommt hier. Das Dach drauf. Allerdings ist das jetzt zu tief. Okay, das muss ein Tick höher. Ein Ticken höher. So. Seht ihr? Genau, von hinten, von innen diese wie Treppe. Das sieht auch interessant aus, oder? Für das Badezimmer. Das ist mal was anderes. Haben wir auch noch einen Kähn im Haus. So. So. Ist mal was anderes. Jetzt muss ich das natürlich auch sehen. Steht nicht richtig. Da muss ich, glaube ich, gleich noch mal fummeln. Nein, aua. Ja, von hier stimmt noch nicht. Da müssen wir noch mal ran. Am besten mit. Sowas. Diesmal auch was sehen. Dann sieht nach Arbeit aus, oder? Dann sieht schwerst nach Arbeit aus. So.
So. Schon. Alles raus, ne? So ist es sauber, oder? Ja. Und es wird dann von innen auch noch ein ganz schönes Gefummel. So, das Fenster ist zu. Dann sieht man aber an dem Haus, was mich in den letzten Monaten an Baufortschritten gemacht habe. Hm. Tu es dir selber an, dann danke. Also, gerade was das Dachbauen betrifft, habe ich echt Fortschritte gemacht. Ja, trinken. Ein Schluck Kaffee extra für euch geschlürft. Knapp, aber wir sind oben. Hm. Nein, was mache ich denn? Hinstellen, nicht wegnehmen. Und danke für den Kaffee. So. Der ist eh zu hoch. Ich sehe schon, da muss ich noch was machen. Dann ist das ja noch nicht fertig. Ich das hier machen? Weiß ich schon nicht. Eigentlich müsste die Wand eins runter, ne? Ich glaube, ich muss gleich noch mal umfummeln. Das ganze Gedachgedöns noch mal umfummeln. Weil die Wand ist einfach eins zu hoch. Warum habe ich das damals nicht weggemacht? Habe ich mir dabei gedacht, Kinos? Hm.
Ihr wart doch dabei, erzählt's mir. Was habe ich mir damals gedacht? So, die Idee ist zwar gut, aber noch nicht perfekt. Das muss ja auch neu gesetzt werden. Echt jetzt? Muss ich die jetzt von Hand abklöppeln? Oh, komm. Ja, aber warum so? Ja, das Wege sind unergründlich. Ja, ja. Ja, wenn man Monate später etwas anrührt, was man damals getan hat. Monate später. So, jetzt ist die Wand zumindest bis auf da hinten eine Höhe. Theoretisch. Nee, das ist ja auch richtig so. Wenn man das genau anguckt, ist das immer noch eins zu hoch, ne? Ich glaube, ich habe das damals wegen dem Dach so hoch gemacht, weil ich das mit dem Dach nicht hingekriegt habe. Die unendlichen Weiden von Jani, ist klar. Das schafft ihr sowieso nie, aber ne, es könnte ja mal sein, dass auch jemand wirklich aktiv mitgedacht, mitgehört, was es ich hat, was ich mir da gedacht habe. Aber ich glaube, ich war der Meinung, dass das die Dach, der Dach zu schräg wird. Ich weiß es nicht mehr. Das werden wir jetzt gleich sehen. Sonst müssen wir das Ganze halt wieder machen. Ist ja nicht wieder das Dach, ne? Dass mir hier zu viele Nauben. Stilistisch passt es natürlich hier rein, aber die vielen Dinger da stören mich ein bisschen. Nimm doch wieder das Steindach. Ich sehe nichts. So.
Reichtum. Ja, so ungefähr. Wenn sie es dann vielleicht in 1 Million von Jahren mal geschafft haben und so weiter und so fort. Wenn ich den Hausbau überlebt habe. Stimmt das so? Ist wieder eins zu hoch, ne? Gut, das ist ja nicht das Problem. Da muss man anfummeln. Anfummeln, nicht wegfummeln. Wie war das mit schön fummeln und nicht schön fummeln? So. Na, na, na. Müsste keine vor Schreck dann schnell in den Blurk geflüchtet, als es ums Fummeln ging. So, Kinders. Ist das jetzt richtig? Ja, nein, vielleicht. Könnt ihr da aufs Klo? Nee. Vorher konnte der hier aufs Klo, jetzt nicht mehr. Schon mal ungünstig. Irgendwo habe ich ein Bild weggefummelt. Ich weiß immer noch nicht wo. Muss er hier sich die Hände waschen? Und dann kann er hier aufs Klo. Geht. Hier ist halt die Schränkchen stehen hier tief drin, aber finde ich in Ordnung. Geht ja nur darum, dass man Stauraum hat, ihr wisst Bescheid. Es wird ein engeres Bad, ne? Das reicht doch, oder? Meint ja. Hier bei der bei der Badewanne wird es noch interessant. Ich habe die Wand bestimmt nur deswegen so hochgezogen, weil ich das Gefühl hatte, dass das zu eng ist. Musste ich nur einmal setzen. Gut gemacht. Jetzt müssen wir das Ganze noch hier hinkriegen. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt muss ich von der anderen Seite rein. Ja, man kann hier baden. Immerhin ist unser Zimmermann ein Zwerg, also, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass der riesig groß wäre, der Kerle. Wenn ich in die Badewanne hüpfen kann, kann der kleine Kerl ja auch da reinkrabbeln, oder? Will ja nichts sagen. Der kann das.
Das müssen wir da noch zumachen. Das können wir so lassen, müssen nur von außen noch korrigieren. Das können wir so lassen. Das können wir so lassen. Dann müssen wir nur noch das Dach drauf packen. Wie sich die Schränkchen hier versteckelt haben. Das sieht geil aus. Könnte man komplett mit Schränkchen zustellen. Kann er seine ganze Wäsche und Zeug drin verstecken. All diese heimlichen Sachen, die niemand sehen soll. Ich würde sagen, das geht so. Das geht so. Ich wollte mich nicht hinhocken. So. Dann müssen wir hier natürlich noch zumachen. Sonst spießelt's nein. Nicht, dass wir hier Regen hätten, aber es soll ja dicht sein, ne? Mir kraut's davor, hier ein vernünftiges Dach zu bauen. Wenn dieses Haus, das so verwinkelt und verschiedene Ebenen hat, sieht prinzipiell ja gut aus. Nur da ein Dach drauf zu fummeln, ist eine Tierquälerei. Kann ich doch eigentlich. Dafür muss der raus und dafür ein Stein rein. Der hier für den vollständigen Look. Sieht das schon mal bis dahin gar nicht mal übel aus. Bis dahin. Und das Haus hat jetzt da hinten eine Höhe. Das heißt, wir müssen das hier auch noch anpassen. Das macht es wahrscheinlich nachher etwas einfacher. Das ist sogar zwei zu klein. Wow. Von Sabi habe ich ja auch noch keine Fummelarbeiten gesehen von Enshrouded. Keine Bilder, nix. Nee, nee, nee. Irgendwas stimmt hier nicht. Du hast das doch mal angefangen. Immer bemogelt er mich. Hi. So.
Sie hat nur Angst, das macht süchtig. Einmal angefangen, kann man dem Bauwahn schier nicht mehr sich entziehen. Gefühlt gerade mal 5 Minuten im Spiel, sind schon 1,5 Stunden schon wieder rum. So, die Innenwand ist schon mal hochgezogen. Jetzt müssen wir denselben Scheiß nur für die Außenwand machen. Ja, so geht's mir auch ständig, ne? Ich mach mal schnell noch ein bisschen Materialfarmen. Ich mach nur ein Stündchen. Und dann ist es auf einmal 1 Uhr nachts. Ups. Ich hab doch gerade erst angemacht. So. Das Dumme ist nur, dass die Mauer so schmal ist, dass ich hier fast keinen Platz habe. Wenn ich jetzt zu geizig bin, mir da ein Gerüst zu bauen. Jetzt muss ich trotzdem erst mal hoch. Und hier zwischen. Wie gesagt, das Dach hier, das wird mich. Dieses Stückchen Dach hier, das wird mich zum Wahnsinn treiben. Das weiß ich jetzt schon. Mir das hier sparen. Beziehungsweise ich brauche nur die obere, weil das andere sieht man sowieso nicht. Mogel. Ein bisschen Mogel. Nur ein bisschen. Okay.
So. Jetzt ist das du sicher Haus. Aber. Komplett selbe Höhe die Wände, ne? Wie sich das gehört. Was habe ich mir dabei gedacht? So. Ja, ne? Da muss noch was hin. So. Dann sieht das Fenster hier auch ordentlicher aus. So, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Wird spannend. Müssen wir ja. Moment, muss erstmal noch mal hochkommen. Erstmal da hinten die Treppe verkleiden. Nummer 1. So, ne? Da müssen wir uns das später überlegen. Stimmt das so? Ne? Fast, ne? Da muss nur noch ein bisschen rüber. Sieht doch sauber aus, so. Das ist, wie gesagt, das eine Stück hier. Wartet. Da brauche ich... Sehe ich das nicht? Nicht so weit. Das sieht ordentlich aus. Das sieht ordentlich aus, Kinders. Das war schon mal Dachstück Nummer 1, außer dass er hier so komische Kanten hat. Ist aber, weil hier die Mauer ein bisschen anders ist. Wartet mal. Stört mich. Das stört mich. Ich fürchte nur, wenn ich jetzt die ganzen Klötze wegmache, habe ich Luftdinger. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Der weg. Der weg. Der weg. Der weg. Mal sehen, ob wir dann Luft haben oder ob das dann gut wird. Jetzt muss ich das erstmal wieder dran kriegen. So. Ja. Hier sieht es immer noch sauber aus, ohne Luftlöcher. Und hier haben wir keine, bis auf die erste, keine Steine mehr, die reingeknitscht sind. Ich glaube, der muss aber stehen bleiben. Nee. Nee, du nicht. Du auch nicht. Die Nacht ist hier. Da komme ich so nicht dran, okay. Gut. Und bis dahin haben wir es schon mal geschafft, Kinders. Und jetzt? Und jetzt?
Müsste ich Zweierschritt hoch? Stimmt das so? Ja. Es soll ja die Illusion erhalten bleiben, dass wir hier mehrere Häuser stehen haben, obwohl es eins ist. Ihr wisst ja, ne? Das war ja die Philosophie hier. Wir tun so, als wenn hier mehrere Häuser stehen. Dies habe ich mir zumindest gemerkt. So. Ein Strohdach. Komm schon, hoch mit dir. So schwer ist es nicht. Wir sind die ganze Zeit hier hochgekommen. Echt jetzt? Sie weigert sich. Musst du mich jetzt ärgern? Gut, dass wir den Alchemisten da oben hingebaut haben. Macht das Dachklettern leichter. So. Dezent falsch. Brauche ich das hier, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Muss ich das Ding nach innen bauen, ne? Ich glaube ja. Kriege ich so aber nicht hin. Wartet. Ich muss sehen, wie hoch ich muss. Ist ja schon wieder falsch. Sag mal, willst du mich jetzt vereimern? Ach komm schon! In den letzten 2 Wochen ohne Probleme Dächer gebaut und jetzt willst du mich anzicken, wo ich Zuschauer habe. Fühle ich mich doch leicht veräppelt. So. Ist trotzdem, ich muss das da bauen, ne? Ist zu weit vom Ding weg. Warum gehst du so niedrig nur? Ich doch das da haben? Nee. Nee. Das muss der hier sein. Der ärgert mich nur. Noch nicht ganz. Ich komme da
nicht rein. Komm schon. Ist doch nicht so schwer. Ist nicht richtig. Wie ihr seht, er ärgert mich. Dürfte auch nicht passen. Nee. Das passt immer noch nicht. Der ärgert mich. Nicht richtig. Ich kann nicht weiter zurück. Es stimmt nicht. Himmel auch schon zünden. So. Theoretisch. Jetzt müssen wir uns das von oben angucken. Von innen sieht es jetzt ordentlich aus. Halt von außen. Könntest du einfach nur mal tun, was du sollst? Danke. Kann ich nicht sehen? Ja, sieht so aus, als wenn ich es geschafft hätte. Nach gefühlt 1 Million Versuche, aber ich hab's geschafft. Das natürlich nicht. Wäre ja auch schlimm. So. Muss ich mir jetzt wieder so eine Ecke antun, ernsthaft? Ernsthaft. Das ging ein bisschen flotter, guck an. Das hat jetzt ein bisschen flotter geklappt. Und jetzt brauchen wir eine Außenecke, ne? Lobt mich mal, wie ordentlich mein Dach wird. Viel ordentlicher wie das Vorgängermodell. Und runtergefallen. Viel ordentlicher. Oh, danke, Guru.
ich wieder hoch. Bimmel, 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 genau. Oh. Das wird bestimmt ins andere Haus reinklitschen. Müssen wir dann klöppeln gehen. Es geht nicht anders. Den brauche ich doch wieder. Nee. Dezentes Problem wegen dem anderen Haus. Jetzt habe ich da ein Loch drin. Ich muss aber die Kurve hinkriegen. Selbst wenn ich es nachher wieder abreiße, aber so sehe ich nicht, wie hoch ich muss. Wie ist denn das da jetzt hin? Nee. Das ist es auf jeden Fall nicht. Das sieht... Der sitzt. Ich kann nicht das halbe andere Haus abbauen, nur damit ich jetzt sehe, wie das Dach ist. Als ich das Haus damals gebaut habe, stand das Dach ja schon. Jetzt habe ich ein Problem mit dem Bauen. Jetzt, wo ich das Dach fliegen wollte. Das sieht zumindest ordentlich aus. So muss es. Das stimmt. So. Allerdings hat das hier einen riesen Abstand. So richtig. Gut ist das nicht geworden wegen dem Haus. Hier stimmt es. Stell dich nicht so an. Hier stimmt es. Teilweise. Was hat er hier? Was sie sich anstellt. Ernsthaft. Hallo, du sollst da drauf gehen, nicht durch den halben Raum fliegen. Ja, da können wir nachher. Das ist nicht das Problem. Hier können wir nachher mit irgendwas zumachen. Kein Problem, aber das da hinten, das. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist... Da ist ein Loch drin. Das hat zwar die richtige Höhe, aber da... Wegen dem Nachbarhaus habe ich da jetzt Probleme.
ist aber richtig so. Sind wir so weit weg, außen. Aua. Dass es da ein Loch gibt. Ich sehe nichts. Seht ihr? Da kann man durchgucken. Gut, dann müssen wir hier die Wand höher machen. Das kriege ich sonst nicht hin. Weil das Dach oben ist ja ordentlich. Wenn ich das tiefer hänge, kriege ich das nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Das kriege ich auch nicht von hier hin. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Wenn wir mal gucken, wie es bei der Badin im Haus aussieht, jetzt mit dem Nachbardach. Überraschung. Ach doch, da. Gott sei Dank, kann gar nicht sein, dass da nichts durchgeklitscht ist. Ist aber gar nicht so viel, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hätte gedacht, dass da mehr durchgeklitscht ist. Da hat sich ein bisschen was durchgemogelt. Und da fehlen... Oh, warte mal, ich habe sogar welche, warte. Hättest du die Güte, da reinzugehen? Also, bei ihr hat's fast gar keinen Schaden gemacht. Das haben wir doch schon mal richtig gemacht. Ja. Ein Baufehler von damals auszumerzen, ist jetzt natürlich ein bisschen Gefummel. Hier ist das Dach hier schon komplett zu. Ist ein enges Räumchen, aber ist nur die Nasszelle, das funktioniert. Das wird spannend. Ach, da ist zu. Da klöppeln wir nachher. Ja, Kinas, jetzt müssen wir den Rest auch zukriegen. Ne? Jetzt wird spannend. Jetzt müssen wir ja die Lücken füllen. Irgendwie. Irgendwie einigermaßen gut aussehend. Der ist zu groß. Der auch, ne? Selbst der ist zu groß. Gut, ist ja auch ein Vierer. Aber oh, der würde passen. Der würde passen. Ernsthaft? Fast perfekt. Muss jetzt nur noch sehen, wo ich ansetzen muss. Ist immer ein bisschen schwierig.
Warum verrutschst du, während ich das baue? So. Haben wir eine Linie. Das sieht gut aus. Das wird nicht überall passen, aber für das Stück hier passt es schon mal. Ich sehe nichts. Der muss noch ein Stück nach vorne. Komm schon. So. Das Stück passt. Nu? Und nu? Kann ich damit zur Wand oder machen wir zu? Es reicht nicht zur Wand. Mit dem hier zu, oder? Das muss ich mir, glaube ich, von innen angucken. Den Giebel mittendrin. Machen wir noch zwei hin, nur dass wir das besser gleich sehen. Hier ist es gerade. Hier müsste ich fummeln. So, hier sieht es schick aus. Na, guck mal, hier haben wir auch so ein Loch, seht ihr? Der Fehler ist schon hier vorne. Scheiße. Muss ich noch mal ran. Okay, hier sieht gut aus. Hier sieht gut aus. So. Ja, mach mal hier einfach einen Giebel rein. Warum nicht, ne? Vielleicht sogar ein Dachfensterchen oder sowas. Warum nicht? Hat nicht jedes Haus. Ansonsten sieht es hier aber sauber aus. Mal schauen. Kann man lassen. Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass hier das Dach nicht richtig ist. Da ist die Ecke schon falsch. Schräg die Krise. Darf ich da jetzt bitte drauf? Nicht hoch genug, ne? Ich muss das besser sehen. So, da war die Ecke falsch, haben wir gesagt. Und seit die falsch ist, muss ich den ganzen anderen Scheiß neu machen. Na komm schon. Die muss ich klöppeln, weil ich innen schon abgerobbt habe. Eine Runde Mitleid.
So, haben wir das Dach sauber entfernt? Ne, da ist noch. Deswegen müssen wir den Ecke hier nochmal anfangen. Das hat nicht gestimmt. Wie wir jetzt gesehen haben, wir waren zu weit weg. Jetzt wären wir hier. Nee, es ist nicht so wirklich wichtig. Der ist aber auch sehr weit vorne. Machen wir den da mal so rein? Ich würde es dann leichter. Das sieht von hier gut aus. Ich glaube, jetzt haben wir es. Warum habt ihr das nicht gesehen, dass der falsch war? Nee, nee, nee. Schimpf. Schimpf. So. Fliege hier gleich runter. Nee. Komm schon. Sie ärgert mich. Ja, schön für dich. Mega. Jetzt ärgere mich nicht. Natürlich nicht.
Nee, ist eindeutig falsch. Hätte mich auch gewundert. Jetzt war's das, ne? Und wir müssen nicht fummeln. Wir müssen nur später bei der Badin das Dach wieder aus dem Haus rauskloppen. Noch ein Ticken. So. Theoretisch müsste es jetzt stimmen. Damals hat das passt. Da Max hat, müssen wir dann zumachen. Irgendwie. Ist die Frage? Mache ich das hier mit? Nee. Auf gar keinen Fall. Dann machen wir erstmal das Dach fertig. Ist das glatt? Sieht so aus. Ich will genug so. Ordentlich sauber glatt. Da auch. Perfekt. Wie abgepasst. Bis dahin stimmt's dann. Perfekt. Hat sich gelohnt, nochmal dran zu gehen. Das sieht doch bis auf das Stückchen hier richtig geil aus. Wir könnten natürlich noch was versuchen. Wo ist der Kleine? Das war der Kleine, ne? War das? So rüberziehen, ob das geht. Ob es dann innen komisch wird. Und dann hätten wir hier, guck, ein Satteldach. Und der Rest wird... Und das sieht sehr viel besser aus wie vorher. Sehr viel besser.
Hier müssen wir noch eine Reihe dran machen. Sehe ich schon. Jetzt muss ich mir noch mal innen angucken. Autsch. Muss ich auch nichts machen. Das hat zwar hier ein kleines Loch. Aber da könnten wir uns doch bestimmt behelfen. Dann brauche ich was zum Hochklettern, dass ich das besser sehe. Und es sieht doch tiptop aus. Ordentlich, sauber. Alles an seinem Platz. Bis dahin. Bei der Badin, dass wir das nicht vergessen. Machen wir gleich. Hallo Schnecke, ich muss noch mal. Nix machen. Wie nix machen. Außer das. Habe ich da noch einen Stein? Ja, einen. Jetzt muss ich auch nicht klöppeln, guck. Da fehlt noch ein Stein. Den muss ich noch holen. Diesen muss ich nicht klöppeln. Jetzt passt es perfekt. Als wenn wir das gekonnt hätten. Ja, lol. Gar nichts korrigieren. Wie gekonnt. Also hier musste ich noch fummeln, ne? Gehen wir von der anderen Seite dran. Ja, das sieht doch ganz anders das aus. Das sieht schon mehr nach Können aus. Ja, doch schon einiges gelernt in den letzten Wochen. Wie gesagt, da wird eine Reihe noch angeknöppelt. Das sieht sauber aus. So. Ich muss noch mal hoch, habe ich gesagt, ne? Nun sehe ich das auch nicht so gut. Wie zu weit. Du mich jetzt verkackeiern? Darf ich jetzt an dem Dach noch rumfummeln? Was tust du nicht backen? Mhm.
Ja, da bin ich halt doch zu doof. Dann kann ich es nicht ändern. Dann bin ich wohl doch zu doof. Irgendwas stimmt hier nicht. Weil mein Baum macht nicht, was er soll. Ich kann weder weitere Zapfen reinlegen, noch konnte ich welche rausnehmen, noch ist sonst irgendwas passiert. So. Wieso komme ich nicht von der Seite dran? Himmel, Eimer und Zwirn. Umständlicher geht's jetzt nicht. Ich stehe nebendran und er behauptet, das ist zu weit. Das ist doch falsch. Klar ist es falsch. Nee. Gut. Dann ist hier ausgebaut. Ja, anscheinend, Sabi. Anscheinend. So, jetzt hat er noch mal ein Stück Dach verbessert.
Müssen wir die Giebel noch bearbeiten? Was sind das jetzt? Wo kommst denn du jetzt her? Nein. Ist da noch frisch? So, wie gesagt, den Giebel müssen wir noch bearbeiten. Und innen das Dings da. Wo habe ich das hier jetzt stehen? Keine Ahnung. So. Auf jeden Fall sieht das Dach jetzt deutlich sauberer aus wie vorher. Da hinten müssen wir ran, die hier brauche ich eigentlich nicht mehr, oder? Ja, aber du hast schon gesehen, dass das mit dem Wieder-Rausnehmen nicht funktioniert hat. Ich konnte doch klicken, was ich wollte. Ich konnte weder reintun noch raustun. Wir haben ja extra ewig lang gewartet auf mehrere verschiedene Zeiten, ob sich was ändert. Aber ich konnte es nicht mehr rausnehmen. Ich konnte auch nichts mehr reintun. Das habe ich jetzt zigmal gezeigt. Kannst du dir ja nochmal angucken. Wie wild geklickt, da konnte ich gar nichts machen. Von hier muss ich rein. Eine einsame Öllampe. Wo ist der Tisch dazu? Da. Lol. Ich denke gerade so, da steht schick eine Öllampe. Da fehlt doch was. So, Kinders, da müssen wir jetzt hoch. Hüpf. Reicht noch nicht. Irgendwie fühle ich mich heute wirklich verkackeiert. Würdest du bitte... So. Also es ist doch ein Bug, weil wenn das ja gehen soll und es bei mir nicht gegangen ist und ich mir sogar ausgeloggt und wieder eingeloggt habe, muss das irgendwie einen anderen Fehler, also noch ein Fehler sein. Weil ich konnte es ja nicht machen. Boah, ich krieg die Krätze. Ich will da hoch. Ich muss da hoch. Schwittert hier nichts. Muss ich jetzt wirklich hier alles abräumen, damit ich so eine blöde Plattform da hinstellen kann? Das ist doch manchmal... Himmel, Eimer und Zwirn. So völlig unnütz.
so umständlich. Also wirklich manchmal. Sehe ich nicht unbedingt mehr. So, ist es zu? Ist zu. Heider nein. Soll man manchmal nicht einen Anfall kriegen? So umständlich. Irgendwie ist das immer noch nicht richtig. Jetzt sieht das ordentlich aus, ne? Jetzt ziehen wir da. Nicht zicken. Stimmt das jetzt? Nee. Jetzt stimmt das, ne? Jetzt haben wir das zugemacht. Aua. So noch. Und da noch. Kriegen wir da noch was hin? Oder nicht? Oder doch? Das sieht nur so aus, als wenn es da offen ist. Gut. So, jetzt haben wir das ordentlich zugemacht. Indem wir auch die Decke noch ein bisschen angepasst haben, sieht das doch soweit schon mal sauber aus. Und dann wollte ich wissen... Lol. Ja, nee, ne? Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Wie wär's dann? Damit? Der hat doch Stein. Kommst du so komisch? Du hast doch Holz. Scheiß macht der denn da? Das will ich haben. Das der Innenausbau des Todes oder so. Er ärgert mich. Und tut nicht, was er soll. Nee. So geht's nicht. Das müssen wir anders machen.
ganz ruhig. Wenn ich jetzt runterfliege wegen irgendwas, bin ich geeimert. Also beim Innenausbau ist das Ding blöd. Das da. Entweder liegt das am Dach. So geht's, ne? Nee. Gefällt mir nicht. Das gibt's schöner. Also das Teerstroh ist für Innenausbau nix. Oh, das sieht doch was aus. Das können wir lassen. So. Schönes schicken Holz, das dann von zwei Seiten schick aussieht. Stimmt mit dir nicht? Achso. Das wird nachher verschwinden, was jetzt so komisch aussieht, das Schwarze. Das kenne ich schon. Und da muss ich jetzt gleich noch eine Schicht drauf gehen. Seht ihr? Oder auch nicht. Mit das Holz, seht ihr? Ist ein bisschen fummelig. Wird aber dann nachher schön. Katzenohren. Ich habe eine Batman-Figur. Guckt. Leider nur nicht mittig. Ich habe eine Batman-Figur. Ach, herrlich. Ist nur leider nicht mittig. So, das lassen wir. Dann machen wir dann ein Fenster rein. So Ausbuchtungen kriegt man nämlich mit den Klötzen nicht hin. So, dann haben wir immer noch das Problem, dass hier komplett Absätze sind. Was machen wir jetzt am dümmsten? Echt jetzt? Komm schon. Oh, der ist so nervig. Der ist so groß, ne?
ist ja immer noch ein Absatz, aber halt nicht so breit, aber wirklich besser ist das jetzt nicht. Ich hätte das ja mit dem Holz zugemacht, aber das hat ja rumgezickt, wie doof. So würde das nämlich sauber aussehen, ne? Der macht da komische Zacken rein. Es sah jetzt am Anfang gut aus, aber der lässt es so nicht. Nee, so, das ist ja wieder doof. Man kann so viel mit dem Dachzeug machen, aber eben doch nicht alles, dass es schicker wird. Was mache ich denn da jetzt hin? Das stört mich. Wenn ich da nur hier, warte mal. Und hier. Nee. Der ist tatsächlich kleiner. Wieso brauche ich hier weniger wie hier? Selbe Dach. Keine Ahnung. So tun, als müssten wir das da abstützen. Nee. Shit. Nee, komme ich so nicht dran. Das kann ich mir die Hilfe wieder bauen. Haben wir hier für Scheiben? Wir haben ein ganzes Fenster. Mal kicken, ob das dahin passt. Yay, ich bin auf Anhieb hochgekommen. Halleluja. Ja, cool, guck mal. Das etwas andere Fenster. Kann ich das noch ein bisschen mittiger setzen? So, ne? Ja, cool. Cool, cool. So. Dann kriegt der Bub hier noch eine extra Lüftung hin. Irgendwas jetzt hat. Dann war schon ein Stöpsel. Dann tun wir einfach so, als würden wir von innen das Dach abstützen.
stehen bleiben. Mit diesen Mini-Stützbalken. Ich nicht so genau weiß, ob ich die jetzt gut finde oder nicht. Ne, das nicht. Was Gescheiteres fällt mir jetzt nicht ein, für diese Absätze wegzukriegen oder zu erklären. Nachdem mir der noch so eine Ziegeldingsbums anzeigt. So. Das Fenster ist zwar nicht ganz mittig, aber es wird gehen. Mein Monk darf da nicht so oft hingucken und dann geht das. So, kriegt er erstmal bitte ein Bett. Der arme Kerl auch schlafen gehen kann, wenn das wieder funktioniert. Damit er Licht hat. Ja, wenn ich das jetzt hier hinhänge, fällt es ja gar nicht auf, dass das nicht mittig ist. Das machen wir nicht. Hängen wir das Ding über die Tür. So. Ich habe da noch ein Bild. So. Stell mal noch ein Problemschuh für dich. Dann ist das Schlafzimmer wieder da. Sieht natürlich jetzt ein bisschen anders aus innen wie vorher. Weil wir jetzt auch ein anderes Dach benutzt haben. Aber ich finde es in Ordnung. Es gefällt mir. Es sieht vor allen Dingen viel sauberer aus wie vorher. Da haben ja doch ein paar Ecken und Kanten nicht so gepasst, wie sie sollten. Ich sehe es nicht. Nicht besser, wie es Nachbarhaus sehen, aber okay.
So, fehlt uns noch eine Dachstütze. Dann haben wir das. So. Theoretisch könnte man hier jetzt noch ein paar Staubfänger verstecken. So winzige. So. Herr Schreiner, ich hoffe, du liegst mir jetzt nicht mehr in der Ohren, dass das Dach so scheußlich ist. Jetzt haben wir dir ein neues Dach gebaut. Das sieht wirklich ordentlich aus. Da könnte ich noch was probieren. Noch einmal nerven. Noch einmal mich selber nerven. Ich brauche das hier. Ist halt die Frage, ob ich das jetzt hinkriege. Ah, da passt das Fenster nicht rein. Wie war das da? Der Monk darf nicht gucken. Aber jetzt wäre es mittig. Ich das so einigermaßen sehe. Die Frage. Jetzt passt das Fenster nicht rein. Dann brauche ich jetzt ein anderes Fenster. Nein. Dann brauche ich ein anderes Fenster. Ich da überhaupt noch fertiger? Da nicht? Wo ist denn das? Wo bist denn du her? Da hat sich ein Dach durchgeglitscht. Hier steht im Schreiner sein Haus. Dass wir bei der Badin durchglitschen, damit habe ich ja gerechnet. Da war ich. Ach Gott. Aber doch nicht hier. Guckt euch das mal an. Jetzt sind wir total ins Treppenhaus reingekommen. Schande. Halt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein. Hab ich alles? Schaut so aus, ne? Wo sind es hier? Nee. Treppe fehlt. Da fehlt auch noch ein Stück Treppe. Nee. So nicht.
Er hat sich noch ein Stück Dings versteckt. Falsch. Nun, Treppe repariert. Noch was? Ich glaube, jetzt war es. Was wollte ich jetzt? Fenster holen, oder? Nun. Wir haben auch keine von den Fenstern mehr. Na gut, dann müssen wir sie tatsächlich machen. Na, na, na. Gib mich mal meine Fenster da. Ich glaube, das reicht. Ja. Wie viel habe ich denn da jetzt eigentlich? 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 32, oh weia, da fehlen noch einige. Cool. So, Fenster. Perfekt. Und es hat natürlich eine ungewöhnliche Form, wie man es normalerweise nicht bauen kann. Und es geht halt nur, wenn man diese Dachschrägen benutzt zum Bauen und sich die Nerven dafür holt. Dann kriegt man so witzige Formen hin. So, dann haben wir unser erstes Haus, den Baufehler Dach, korrigiert. Und haben hier mal eine neue Version eines Daches eingefummelt. Das haben wir ja auch noch nirgends gehabt. Dann haben wir das Projekt auch fertig. Okay. Jetzt nach zum Alchemisten hochgehen, kriegen wir nicht jedes Mal einen Anfall, wenn wir hier rüber gucken. Ein etwas ungewöhnliches Dach, aber ich meine, das ganze Haus hat ja eine witzige Form. Schön sauber geworden. Auch hier rüber hat sich's gut gemacht. Stimmt noch was nicht. Das hat gefehlt. Und ich glaube, hier fehlt noch
Was? Hier fehlt nie. Da fehlt doch irgendwie. Ja, sag ich doch. Jetzt sieht das ordentlicher aus. Perfekt. Ist das Dach auch gemacht? Ja, ich habe viel geübt, man merkt's, ne? Ich habe geübt. Muss ich noch mal auf was gucken. Da oben stimmt auch noch was nicht. Und was wir uns dann bei Gelegenheit noch machen müssen, ist hier auch so ein Greifhaken. Und dann kommen hier die Bienenstöcke hin. Mir fällt einfach gerade gar keinen besseren Platz dafür ein. Au. Wer macht die Greifhaken? Selber nicht, oder? Oh, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Oh, kein Wunder. Macht er die? Quatsch, du bist der Alchemist. Warum haben wir hier die Platte noch stehen? Wir waren doch fertig, oder? Und wenn nicht, muss ich sie neu stellen. Ich will sie jetzt mal weg haben. Da. Ja, du machst die. Zuganker. Ich habe keine Metallplatten. Ernsthaft? Sag mir jetzt bitte. Ja, Gott sei Dank. Den Klo wollte ich nicht, wollte ich anquatschen. Genau, gib mich mal so einen Anker, danke. Ja. Du siehst aber groß aus. Ja. Ich soll ja draufstehen dürfen, ne? Aber... Das sieht schöner, glaube ich, aus. Ja, dann da drüber hüpfen und dann kommen wir an die Bienchen. Wo ist denn das? Da ist ja ein Loch. Ja, hier ist ein Loch. Was auch immer. Nicht von dem Holz, aber... Ja, war ein Loch. So.
Nun, dann haben wir hier den Aufzug versteckt zu den Bienchen. Die gehen wir noch holen, damit wir wissen, dass wir das machen wollten. Und dann ist ja schon mal Feierabend. Bienen wollten wir holen. Und wenn wir später noch mal Bienen haben wollen, hier, kann man uns hier noch mal welche machen. Aber die hier wandern jetzt erstmal rüber. Wenn wir schon hier sind, haben wir noch eine Ladung Holz mit, oder? Welche Bäume habe ich neu gepflanzt und welche nicht? Sehe ich doch jetzt nicht, ob die ausgewachsen sind. Der ist dick, aber das ist, glaube ich, Palme. Nee. Doch. Nee. Nein. So ein dicker Baum. Seit wann werden die so fett? Na, trotzdem fast nur Äste. Und kein Holz. Interessant. Guckt euch den mal an, wie fett der ist. Was sind das für ein Baum? Kann ich nicht sehen in dem Gestrüpp. Aber da wir ja chronisch unterversorgt mit Holz sind, die Harzmenge würde sich die Kleine freuen. Ich habe ganz vergessen, was für einen Harznotstand wir am Anfang hier hatten. Ich völlig vergessen. Holz hat sie massig, dafür hat sie kein Holz, kein Harz. Ich habe massig Harz und kein Holz. Irgendwie, ja. Hier ist aber definitiv eine Palme. Es sind noch zwei fette Häuser, Bäume. Na komm schon. Blümchen, die noch dazwischen versteckt sind. Guck mal, die sind so eng aneinander gewachsen, dass das aussieht wie ein Baum. Stehen aber drei Stück. Die Blümchen haben sie noch unter sich begraben. Ich würde fast sagen, das sind die neuen Setzlinge gewesen. Mit.
So. Reicht erstmal. Bergdorf. Das Holz raus. Ein Haufen Honig habe ich da drin gehabt. Da haben wir noch diese Blamescha. So, einmal bitte nachmachen mit Sprint. Die Treppen hoch. Seid's doch alle so wahnsinnig fit. So. Nehmen wir mit. Perfekt. Kommt man viel besser hier hoch. Stellen wir die mal rotzfrisch hier hin. Vielleicht baut man da noch was, wo man die draufstellen, aber ich glaube, das kann man so lassen. Kann ich. Hallo Miau. Du hast Talent. Kommst du wieder kurz vor Schluss? Nein, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wenn heute das ganze Dach mal verbessert, das sah ja so schrecklich aus. Das haben wir neu gemacht. Viel Arbeit. Jetzt haben wir die Bienchen heimgeholt. Was zu essen. 2, 3. Bin zurzeit ab Mittag im Homeoffice. Ja. Naja, sie hat ja noch die 2 großen, aber ja. Es schadet nicht, wenn man es im Auge hat am Anfang. Man weiß, was für Blödsinn sie sonst ausbrüten. Vor allen Dingen, dass dein Arbeitgeber solche alternativen Arbeitszeiten auch immer wieder spontan anbietet, finde ich gut. So. Dann haben wir die Bienen einmal untergebracht. Versteckt, aber es gibt sie. Ja, muss ja, ne? Muss ja. Das ist super. Das ist auch nicht sehr häufig, dass man das machen kann. Von daher hast du da echt einen Glücksgriff.
Gehen schon wieder nicht alle rein. Die Kiste hat 32 Plätze und ich kriege immer noch nichts rein. Ja, aber die Pandemie hat bei vielen Sachen ermöglicht, die davor einfach undenkbar waren, oder? Wie sei von der Warte aus gesehen, haben wir mit der Pandemie vieles gewonnen. Ist der Bart in ihr Haus mit zwei anderen Häusern jetzt verbunden? Sieht interessant aus. Das sieht interessant aus irgendwie. Das ist schon, ja, sehr ungewöhnlich. Ja, da müssen wir auch noch mal dran. Entweder noch rausziehen oder... So, hier in das Dach müssen wir auf jeden Fall auch noch mal ran. Das ist... Kann zwar ein Flachdach bleiben, soweit. Aber der Absatz, das sieht blöd aus. Da müssen wir noch mal ran. Nee, hier vorne müssen wir auch... Seht ihr? Da am Haus entlang, das sieht doof aus. Ja, das ist trotzdem nicht selbstverständlich, also hast echt Glück. Ja. Also, das Dach müssen wir auch nochmal überarbeiten. Es gibt gute Nachrichten erzählen. Erzählen.
Dass die ins Krankenhaus deswegen muss, hast du erzählt, ja. So. Oh, das ist ja super. Das ist ja wenigstens etwas. Das ist super. Das ist ja schon mal etwas. Das ist doch schon mal was. Was? Das ist schlecht. Homeoffice mit kaputter Tastatur. Stelle ich mir schwierig vor. Das glaube ich dir. Ich meine, eine Sorge weniger, ne? Eine Sorge weniger. Achso, die Taste von deinem PC. Wieso habe ich denn hier jetzt eine Lücke drin? Wo die auch immer herkommt, gleich zumachen. Theoretisch, praktisch lässt er mich da nicht dran. Das ist anders, das.
ich mich jetzt verkeilen? So. Zu ist. Ja. Ja, wie gesagt, das andere Spiel, da hat irgendwas überhaupt nicht funktioniert. Das musste man dann ausmachen. Das mit der Hexe, das war eigentlich ganz niedlich. Aber dann kam dann so eine Stelle. Da ging einfach nichts mehr. Das, was man da hätte machen sollen, können, müssen, dürfen, ging da nicht. Zumindest nicht bei mir. Das war irgendwie doof. So, allmählich wird es immer mehr hier. Seit zwei Häuser fehlen Minimum noch. Die Kneipe ist noch nicht fertig. Und trotzdem. It wird. It wird. Ich glaube, wir machen mal mittendrin irgendwie ein Weizenfeld. Und dann habe ich gesehen, so ein Trick. Oh, danke, Miau. So Tricks für vielleicht, mal so Verkaufsstände bauen könnten. Vielleicht kriegen wir dann sowas wie einen Markt hingebaut. Weiß ich noch nicht, ob ich das hinkrieg. Ich habe nur mal was dazu gesehen. Aber es wird immer spannender. Jetzt wird es am Handy auch groß gezeigt. Ja, wunderbar. Das sieht voll süß aus. Voll der seelische Gesichtsausdruck, oder? Voll der seelische Gesichtsausdruck. Vorrat. So. Eisen habe ich offensichtlich nicht mehr. Kann ich auch nicht machen. Eine kleine mehr. Mehr Kupfer wie ich. Na super. Große habe ich hier noch drin. Gut. Ah, es freut mich. Nein, freut mich. Da hast du ja schon zwei, die du toll findest. Das Nudelholz und das hier. Willst du auch Kaffee? Ja, leider. Ist er schon gleich alle und ich bin am Verhungern. Theoretisch müssen jetzt die Bienchen hier immer schön rumfliegen. Oh, was machst du? Vielleicht machen wir auch hier so eine Bienenwand, weil hier hinten drüber ist ja nichts, da kann ich ja reinbauen.
So eine Bienenwand, wie man es ja manchmal sieht, so wie so ein Regal. Und dann machen wir hier die Bienen, die können dann schön ausschwärmen, ne? Muss ich das halt so vorstellen. Können sich hier ausschwärmen. Und dann überall, wo was grünt und blüht, freuen die sich dann drüber. Und zusätzlich kriegen sie ja noch das Zuckerwasser. Zu verhungern tun unsere Bienen nicht. Ja. Jetzt brauchen wir noch eine Idee für die Jägerin. Und wir brauchen noch was für den Skelettmann. Dann haben wir die Häuser auch gestellt. Irgendwie muss man da uns noch was einfallen lassen. Wie gesagt, die Kneipe ist noch nicht fertig. Es gibt zwar Gerüchte, dass es noch neue NPCs demnächst geben soll, also so wie halt die, die wir schon haben. Aber wie gesagt, es gibt so viele Gerüchte zurzeit. Es wird Zeit, dass das Update rauskommt. Dann ist erstmal wieder Ruhe mit der Gerüchteküche. Was wird? Es wird. Es wird. Gut. Dann schön, dass ihr da wart und dass ihr zugeschaut habt und dass ihr auch ein bisschen geguckt habt, wo das heute Morgen bei Rika gehangen hat. Mal gucken, ob ich das nochmal hinkrieg. Vielleicht fange ich auch einen zweiten Spielstand an, aber ich weiß noch nicht. Werde ich wahrscheinlich auf keinen Fall bis morgen schaffen, für den Fehler auszudingsen. Schade halt.